Hallo, Herr Skelett. Hey du, nun komm schon da runter. Ups. Ein Bein reicht mir. Wir haben ein Bein. Der Fleißarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Tja. Der hat einen Schlüssel. Wir bauen einen Schlüssel. Zu hoch. Kommen wir da vielleicht mit dem Bein ran? Skelettbein. Können wir das auswählen? Ja, können wir mit dem Skelettbein an den Schlüssel. Zu hoch, aber egal. Auch mit dem Schlüssel. Aber egal. Auch mit dem Bein, mit dem Schlüsselbein. Ha. Horizont. Horizon. Bis zum Horizont, Täter, es wird Zeit. Ja. Der Doc. Hallo. Was? Oh, hallo. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Nein, ich doch nicht. Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ich bin auch ein Bastler. Probieren jetzt einfach alles aus. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Noch nie. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs knicken. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Interessant, Freund. Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du willst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Das klingt nach Rufus. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super! Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial! Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Genial. Rein. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Bastlerkodex? Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Abnehmen oder was? Lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Ein Beckenschaden, ist klar. Wenn zum Beispiel das Weinbike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus.
Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Eminator auf der horizontalen Achse invertiert. Ja, klar. Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück. Stromumkehrer. Das kommt mir bekannt vor. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche. Offenbar. Was ist? Wundervoll. Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Das wäre nett. Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja. Das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Schlaf eingebaut. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist. Das ist zu spät. Nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Gehirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgen hat. Schaffen wir erst in Spiel Nummer 2. In Deponia Teil 2. 2 Jahre? Ja. Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ja. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände. Befreit den Geist. Senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten. Und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Fragen wir mal alles ab. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Das müssten wir uns vielleicht merken. Von mir kennt er eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve Flansch geben. Das sind wichtige Hinweise, die wir uns niemals merken können. Der zweite Tipp, der erste Tipp. Ach du Schande. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Sis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Der erste Tipp, der zweite Tipp, der dritte Tipp. Ach du Schande, wir werden noch öfters mal hierher kommen und nach den Tipps fragen. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Der vierte Tipp. Ach du Schande. Ach, vergiss es. Wir kommen dann später nochmal vorbei und lassen uns die 4 Tipps nochmal geben. Schreiben die uns dann auf. Ich habe so ein Gefühl, dass das beim Thema Frauen. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Ich habe so ein Gefühl, das werden wir noch brauchen. Oh wei.
Okay, ich habe jetzt einen Stromumkehrer. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Aha. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Ah, Mist. Jetzt haben wir hier vier Teile. Oh, verdammtes Rätsel. Mauferfarbener Flaunch. Kobaltfarbener Flaunch. Smartfarbener Flaunch. Klemmmuffe, Schraubmuffe, Steckmuffe. Ritze mit zwei Speichen, Ritze mit drei Speichen, Ritze mit vier Speichen. Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, Tipp 4. Man kann eine Schraubmuffe an einen Zwischen- sehr gut. Klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Oder nicht gut. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Kopf klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Man kann einen Schrauben. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen, aber niemals. Und eine Schraubmuffe an einen sphärischen. Schraubmuffe an einen sphärischen. Wir haben doch hier unten jetzt einen. Die Schraubmuffe. Ist doch bestimmt ein sphärischer. Der sieht aus wie ein sphärischer. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen, das heißt die erstmal hier hin. Würde ich sagen, oder? So, dann die dann dorthin. Ja. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Aha, also der Mauve gehört an den kubischen. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Okay. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Was? Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Das hilft mir ja sehr viel weiter. Speichen, Schrauben, zwei vier Speichen, Klemmen. Ah, verstehe. Speichen, Schrauben, zwei Speichen, Klemmen. Vier Speichen, Schrauben. Das Klemmen. Zwei Schrauben, Klemmen. Okay, das ist jetzt Ritze mit Zweien. Hier, guck mal, das können wir doch schon mal hier. Ritze mit Zweien, das können wir hier anbringen. Das ist doch schon ziemlich sicher. Und Schraube, Steckschraube. Das heißt, Schraube kriegt vier. Alles klar. Okay, soweit hätten wir's. Ha, so einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Sehr gut. Ein Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Ja, jetzt sind nur noch die Farben hier. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Tja, die Farben sind jetzt die Sachen. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Hilf mir nicht weiter. Ein Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Mhm. Vier Speichen, zwei Speichen. Ja, müssen wir wohl probieren. Smart und Kobalt. Ich würde Kobalt mal instinktiv an den. Irgendwie passt das nicht. Okay,
Dann halt ein Smart Farmer. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten das klappt doch super. Das ja, klappt doch super. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Das ging sehr schnell. Wenn das denn auch jetzt passt. So, wir haben jetzt drei Stromumkehrer, wenn die noch mal passen. Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Es hält. Hm, wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Aha. Wenn ich einen Stromumkehrer... Okay, da haben wir jetzt einen Stromumkehrer drin. Brauchen also keinen zweiten, oder was? An Umkehr ist nicht zu denken. Tja. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Kommen wir da irgendwie nach oben? Zur Kurve. Ein Weichensteller. Ja, jetzt können wir doch bestimmt einen in den Kran einbauen, oder? Das ist doch bestimmt... Klingt doch nach einem Plan. Der eine Stromumkehrer steckt schon drin. Hervorragend. Das läuft doch wie am Schnürchen. Und wofür wir den dritten brauchen, das weiß ich nicht. Das müssen wir doch noch herausfinden. So, Wartungskasten. Was? Oh oh. Nein. Das. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Das tut's nicht. Aber das vielleicht. Was? Oh oh. Nein. Wie soll denn das? Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Aha. Aha. Verstehe ich nicht.